Basket TV Folge 16, pünktlich zur ersten Playoff-Runde. Wir legen auch direkt los, wir gehen alle Paarungen durch, geben unsere Tipps ab. Ich hoffe, ihr macht das genauso mit der Kommentarfunktion. Ja, wir fangen an in der Eastern Conference. Cleveland gegen Detroit hatten wir 2007 schon mal und da haben die Cavs am Ende gewonnen. Das wird auch dieses Jahr so sein. Detroit, ja, mehr oder weniger weg vom Fenster, auch wenn sie es noch in die Playoffs geschafft haben. Ich tippe 4-1 für Cleveland. Ich freue mich auf die Serie, weil es Division-Rivalen sind. Zwei Aushängeschilder der Eastern Conference. Star Power ist auch vorhanden, klar durch LeBron James. Rasheed Wallace, vielleicht seine letzte Serie im Trikot der Pistons. Der Vertrag läuft aus. Ich sage, das ist seine letzte Serie. Die Cavs gewinnen 4-1. Ja. Sind einfach zu stark, sind den Pistons überlegen, die können da nicht mithalten. Schade für die Pistons, aber das wird eine deutliche Sache. Die Pistons übrigens ohne Allen Iverson, der zwar im Kader steht, also nicht auf der Injured List, aber Joe Dumas hat heute gesagt, also der Manager der Pistons, dass Iverson nicht zum Einsatz kommen wird. Ja, kommen wir zum zweiten Duell im Osten. Boston gegen Chicago. Ja, der Titelverteidiger natürlich favorisiert, aber ohne Kevin Garnett. Ist ein harter Schlag. Man darf den Titelverteidiger nie unterschätzen. Wer den Titel schon gewonnen hat, der hat recht, sage ich mal ganz platt. Aber der Ausfall von Kevin Garnett, sollte es so wirklich so kommen, ist natürlich schon heftig. Big Men sind in den Playoffs sehr wichtig. Es wird viel im Halfcourt-Set gespielt. Kevin Garnett als Motor des Teams, als Veteran. Also ich glaube, dass die Celtics mit den Bulls deswegen keine Probleme bekommen. Es könnte sich im Endeffekt als schmerzlicher Verlust erweisen. Ich sage, für die Bulls reicht es trotzdem in 5 Spielen. Mhm. Auch wenn ich mich auf Derrick Rose freue, der die Bulls in die Playoffs geführt hat. Ja. Den würde ich gerne einmal siegen sehen. Ich glaube, die Bulls gewinnen 2 Spiele, 4-2 für Boston. Kommen wir zur dritten Paarung, Orlando gegen Philadelphia. Auch Orlando mit ein bisschen Verletzungspech. Letztens Hedo Turkoglu umgeknickt, wird aber wahrscheinlich wieder zum Einsatz kommen. Rashard Lewis genauso. Egal, ob Hedo und Rashard fit sind oder nicht, Orlando macht's in 5 Spielen, also 4-1. Müssen wir darüber so lange reden. Dwight Howard wird niemals gestoppt, außer er verletzt sich. 4-1, ich gönne den Sixers noch einen Sieg. Mhm. Einen können sie vielleicht zu Hause holen, das Ding ist richtig eindeutig. Ja, Sixers zuletzt auch relativ schwach gewesen. 6 Spiele in Folge verloren am Saisonende. Für die Sixers gibt es da nichts zu holen. Außer vielleicht ein Spiel zu Hause. Mehr wird das aber nicht. Atlanta gegen Miami, da wird es schon um einiges spannender. Für mich auch eigentlich die spannendste Serie der gesamten der ersten Playoff-Runde. Abgesehen von Portland gegen Houston vielleicht. Atlanta gegen Miami, mein Tipp 4-3. Am Ende macht da der Heimvorteil den Unterschied. Auch Division-Rivalen. Finde ich auch eine spannende Serie. Ich setze auf die Heat. Dafür ist mir Dwayne Wade dieses Jahr einfach viel zu gut. Viel zu abgefahren, was er alles leistet, wie eiskalt er ist, wie er verteidigt. Also ich glaube, dass die Heat bei den Big Men einen Vorteil haben und Dwayne Wade als Superstar. Ich glaube, die Heat machen es als Upset in 7 Spielen. Aber du weißt, wie stark die Hawks sind. Das haben wir letztes Jahr gesehen in den Playoffs. Ja. Also auch zu Hause. Ja. 3 Spiele gegen die Celtics gewonnen. Ich sage trotzdem, da ist der Upset, die Heat gewinnen. Ich muss auch anderer Meinung sein als du. Das ist richtig. Nein, musst du natürlich nicht. Nein, aber ich setze auf die Heat. Ich habe eher so das Gefühl, also Dwayne Wade wird seine super Playoff-Spiele wieder machen, da bin ich überzeugt von. Der wird auch seine 30 Punkte im Schnitt oder vielleicht sogar mehr in den Playoffs erzielen. Aber so eine Leistung, 4, 5, 6, 7 Spiele aufeinander folgend, also das schafft noch nicht mal Dwayne Wade. Deswegen glaube ich nicht dran. Für mich die Hawks Favorit. Western Conference, die Lakers vorneweg gegen die Utah Jazz. Hatten wir letztes Jahr schon in der zweiten Runde. Ja, die Lakers machen es in 6 Spielen, 4-2, mein Tipp. Du hast die zweite Runde schon erwähnt. Ich glaube nicht, dass die Jazz den Erwartungen von vor der Saison entsprechen. Sind schwächer als erwartet und können den Lakers nicht Paroli bieten. Also ich sage, ein Heimspiel gewinnen sie, weil sie da in heimischer Arena immer ganz gut aussehen. Aber zu mehr als einem Sieg wird es für die Jazz nicht reichen. 4-1 Lakers. Denver gegen New Orleans, 2-7. Von New Orleans bin ich sehr enttäuscht gewesen diese Saison. Vor der Saison hatte ich noch gesagt, sie können Champion werden. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Mein Tipp für die erste Runde, 4-2 für Denver. Zweiter Upset von mir. Ich sage, die Hornets packen es in 7 Spielen. Es wird eine ganz enge Kiste. Mhm. Carmelo Anthony und Chauncey Billups sind natürlich stark. Funktionieren super zusammen. Ich sage, Chris Paul ist nicht zu stoppen. David West richtig stark. James Posey wird sich in Carmelo Anthony festbeißen. Der wird ihm das Leben zur Hölle machen. Und der Playoff-Fluch ist nicht zu vergessen. Klar ist das eine Geschichte, die man immer wieder ausbuddeln kann. Ich tue es wieder. Ich sage, Melo schafft es nicht, obwohl ich es ihm gönnen würde. 4-3 für die Hornets. Ja, jetzt schauen wir mal, wer der Gegner der Hornets oder der Nuggets in der nächsten Runde dann sein könnte. Entweder San Antonio oder Dallas. Das Texas-Duell in der ersten Runde schon.
Ja, ich hoffe natürlich, dass Dallas die erste Runde packt und glaube sogar dran. 4 zu 3, mein Tipp für die Mavs. Ich bin, wie sich wahrscheinlich im Laufe dieses Videos schon herausgestellt hat, großer Fan von Division-Aufeinandertreffen. Diesmal der gleiche Bundesstaat, du hast es angesprochen, Texas. Ich sage, leider schaffen es die Mavs nicht. Ich drücke ihnen die Daumen, aber ich glaube, dass die Spurs es dann mit ihrer Erfahrung und mit Tim Duncan, der da alles geben wird, machen in 7 Spielen. Es wird eine ganz knappe Sache auch da. Bitte bedenken, dass die Mavs in der Saison schon gegen die Spurs verloren haben, als Ginobili und Duncan ausgesetzt haben. Das heißt, der Ausfall von Ginobili wird durch Tony Parker und Duncan auf jeden Fall kompensiert werden können. Klar, es ist ein Schlag, aber ich glaube, es wird knapp reichen. Und Roger Mason, der auch seine 15, 20 Punkte machen kann. Ja, ich glaube, entscheidend wird sein, ob die Mavs Tony Parker stoppen können. Ja, und das wird richtig schwer. Das wird richtig schwer. Da muss sich Jason Kidd mal richtig anstrengen, auch wenn er schon ein wenig älter ist. Kommen wir zur nächsten Paarung. Portland gegen Houston. Genauso wie Atlanta gegen Miami wird das auch richtig spannend und deswegen glaube ich auch wieder an ein 4-3. Auch da macht der Heimvorteil den Unterschied. In Portland momentan richtig Blazer-Mania angesagt. Die Leute zelten schon vor der Halle, damit sie Tickets bekommen. Ja, glaubst du auch an die Blazers? So ein bisschen Popkonzertmäßig, dass der Vorverkauf ungefähr 2 Minuten dauert und dann sind weltweit alle Karten ausverkauft. Ja, ich finde es super, dass die Blazers da den Stolz wieder in der Stadt etabliert haben. Dass sie wieder in den Playoffs sind, ist klasse. Dann noch mit Heimvorteil, also das wird für die Rockets keine leichte Aufgabe und ich glaube, sie werden an ihr scheitern. Yao Mings Playoff-Fluch geht weiter. T-Mac ist leider nicht da, der würde den Rockets auf jeden Fall helfen. Wieso leider, meinst du? Ich glaube, er würde ihn definitiv helfen. Der war auch noch nie in der zweiten Runde wie Yao Mings. Er ist der beste Spieler des Teams, das muss man ihm überlassen. Okay. Wie wir ihn auch kritisiert haben mögen, die Blazers haben so viele junge, gute Spieler, haben so viele Matchup-Möglichkeiten, haben so eine tiefe Bank, haben so eine Euphorie in der Stadt, haben so Hummeln im Allerwertesten, weil die jungen Leute da jetzt mal zeigen wollen, dass sie in der Postseason zu Recht auf dem 4. Platz jetzt einsteigen. Die Blazers gewinnen in 6 Spielen. Aber in den Playoffs kommt es auf Erfahrung an und die fehlt den Blazers, oder? Die fehlt ihnen theoretisch, ja, aber das ist auch das Einzige, was ihnen fehlt. Der Rest stimmt. Ja, wir hoffen, dass die Blazers weiterkommen. Ja, ganz kurz noch zu meinen persönlichen Favoriten. Ihr habt es schon gesehen, ich bin Dallas-Fan schon seit vielen Jahren. Ich drücke auch den Blazers die Daumen. Eine super sympathische Truppe. Und ich hoffe, dass im Osten Orlando sehr weit kommt, hoffentlich sogar bis in die Finals, auch wenn ich nichts gegen Finale LeBron gegen Kobe hätte. Trotz meiner persönlichen Favoriten glaube ich, dass die Lakers Champion werden, aber wir werden im Laufe der Playoffs noch genügend Zeit haben, darüber zu diskutieren, wer es am Ende macht. Ja, und das war's. Möchtest du noch irgendwas sagen? Los Mavs, ich drücke Ihnen die Daumen, auch wenn ich gegen Sie getippt habe, möchte ich das nochmal betonen. Ich bin ja kein Hater in den Playoffs gegen die Mavs. Ich werde den Blazers die Daumen drücken. Ich habe sie diese Saison mit Wohlwollen verfolgt, am Anfang schon, wie die Euphorie sich so weiterentwickelt hat, wie sie wirklich konstant auch dann die Leistung gebracht haben, finde ich beachtenswert. Also es freut mich, dass sie dabei sind, dass sie eine Chance haben, die erste Runde auch zu überstehen. Und die Cavs interessieren mich doch sehr. Ja, ich will sehen, dass also, die Cavs in den Playoffs genauso gut spielen wie in der Regular Season. Das hatten wir ja vor 2 Jahren schon mal mit den Mavs, da ging das in die Hose. Ich wollte euch noch auf die Umfragen von basket.de aufmerksam machen. Und zwar, wir wollen von euch wissen, wer ist euer persönlicher MVP und wer wird am Ende NBA-Champ. Die Umfragen laufen in einigen Tagen aus. Also einloggen, abstimmen und ja, das war's, oder? Guten Start in die Playoffs. Bis dann, bis nächste Woche.